Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir dieses Spiel hier. Das werdet ihr auf meinem Kanal bestimmt schon mal gesehen haben, weil ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, als es die Demo dazu gab. Die Demo zu Prison Simulator, man. Das Spiel ist, wie soll ich es beschreiben, man spielt einen Gefängniswärter und hat seine Gefangenen. Und ich würde sagen, jetzt ist der Playtest draußen, also der Beta-Playtest. Den zocken wir jetzt an, gucken vielleicht, ob es irgendwas Neues gibt. Let's Fetz AMK. Ich habe keine Ahnung, was man in dieser Demo jetzt oder in diesem Playtest machen kann, ob man da mehr spielen kann als in der ersten Version, die ich gespielt habe. Danach kam mir noch eine Version raus, wo man dann irgendwie noch irgendwie so einen Aufstand spielen konnte. Das habe ich verpasst. Das war auch eine Demo, die habe ich irgendwie verpasst oder hatte keinen Bock, die zu spielen oder keine Ahnung, weil ich hatte keinen Bock, das irgendwie alles nochmal zu machen. Aber jetzt der Playtest, keine Ahnung, was man machen kann. Es wurden Sachen verbessert, aber keine Ahnung was. Aber let's fetz. Wir dürfen ja auch hier nicht mal unsere Wachen erstellen. Oh, es gibt eine G-Animation. Hm, nice. Was ist das denn? Warum ist das hier so verpixelt, dieses Symbol? Okay, ja gut. Oh, Waffen. Oh, hm. Okay. Mitarbeiter des Monats. Moin! Bandit-Party in Kongo. Hey! Ja, du liebst deinen Job, ich merke schon. Employees of the Month, also die meiste Schmuggelware, die meisten Gefängnisse, längste Spielzeit, alles klar. So, liebe Leute, ein neuer Sheriff, beziehungsweise ein ehemaliger Sheriff ist wieder in der Stadt. So, dann gucken wir mal, ob alle da sind. Lecker. So. Moin. Einmal. Der ist der mich abfuckt. Komm da raus jetzt. Can't go today. Why not? Scared. Was ist denn dein Problem? Komm jetzt raus! Albert Pierre. Hat dich bedroht. You can stay inside, but you're gonna stay here in the whole day. Is that you, what you want? Mich jucken deine Entschuldigung nicht! Weißt du, raus, Kollege! Dein Gefangen nicht an die Regeln, wird alle bestraft werden. Aber sonst musst du ihn beruhigen mit einem Knüppel oder einem Taser. Beruhigen? Mit einem Knüppel oder einem Taser? Könnt ihr mal aufhören hier? Spast! So, walkie-talkie, der kommt jetzt weg, der Dude. Na, steh auf, ich will dich bestrafen. Isolierung. Tschüss. Meine Fresse, hier will man einfach nur Leute zählen und dann gibt's hier schon Stress oder was. So, Hans Jones. Der nächste. Moin. Moin. Doch, er kommt raus, also kriegt jetzt auf die Fresse. Ach, du Fresse. So. Überlegst du jetzt nochmal, wenn wir rauskommen, hä? Jetzt kriegst du eine Strafe, du Opfer. Kein Verlassen der Zelle. Aber zählen durch ist trotzdem. Ha! So. Oh, wir sollen dir die Kantine jetzt gibt. Mamfi. Moin, Männer. Wir können verschiedene Probleme auftreten, von Vergiftungen über Feuer bis hin zu Klassenschlägereien. Reagiere entsprechend der aktuellen Situation. Manchmal kann es vorkommen, dass jemand zu einem Aufstand aufruft, diszipliniere ihn und halte ihn im Zweifelsfall auch auf, vor die Menge ihm folgt. Ähnlich auf dem Gefängnishof hat auch die Kantine eine Mindestzeit. Je länger du aber den Händen hast, desto bleiben, desto mehr steigt dein Respekt an die Messer. Naja, vergiss den entsprechenden Befehl nicht. Okay, ich soll also darauf aufpassen, dass es zu keinen Unruhen kommt. Ich habe euch alle im Blick, ihr Sackgesichter, ihr hässlichen Neandertaler.
Klappt's ja mit dem Essen oder stopft ihr das Zeug ins Ohr? Du auch oder stopft euch alle Essen ins Ohr? Was ist mit euch los, ey? Alles klar, schmierst dir in die Haare. Super Idee, ja. Viel Spaß dabei, ne? Du bist schon ein bisschen Opfer, dass du da allein sitzen musst, kann es sein? Paul? Oh, 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 ey! Hey! Ich, hör auf mit der Scheiße, Alter! Lass doch die Leute essen, was ist dein Problem? Bei euch auch alles in Ordnung, oder? Bei dir? Geht's noch? Man weiß, wie es in Gefängnissen läuft. Gerade amerikanische Gefängnisse, da muss man für alles gewappnet sein. Vielleicht wird mir auch noch erklärt, wie eine Routine, Tagesroutine da geht im Zellenblock. Was ist mit dir los, Friedrich? Alles klar? Du weißt schon, dass das Waschbecken einen Meter weiter vorne ist. Du musst einen Meter nach vorne gehen, um dir die Hände zu waschen. Du berührst kein Waschbecken. Der Peter da hinten. Blind. Blind! Der Peter da hinten. Er dreht komplett durch, der denkt, das Waschbecken wäre vor ihm, aber er steht noch einen Meter weit. Ach, du bist doch ein Arschloch, Alter. Anwesenheitsroutine, yay. Speedrun in der Anwesenheitsroutine. Jetzt will ich heute keine Schlägerei sehen, sonst gibt's auf die Fresse. Schon wieder ein Kampf. Nee, schon wieder ein... Ja, dann prügel ich doch. Prügel ich doch, mir doch scheißegal. Ah, die sollen sie prügeln, mir jetzt egal. Okay, dann muss ich ihn ja halt verprügeln. Mein Gott. Oh, Fresse. Kenneth! Ich wollte es nicht. Du weißt es genau. Ich wollte es nicht, aber ich musste. So, der hat auch gelitten, der da hinten auch. So. Weißt du, was es für dich heißt? Kein Ausgang. So, alle da. Freizeit, yay, nein, diesmal werde ich keine Waffe reinigen. Let's go, mit dem Gewehr, Mann, auch wenn ich... Da ist meine Call of Duty Skills. So, komm her. Zack. Boom! 50% Präzision, Alter! Woo! Oh, Kantine. Wieder mal eine Kantine. Geil! Ich wollte schon immer mal in die Kantine. So. Geht fressen. Und wenn auch nur einer. Wenn auch nur eine Scheiße baut. Ich schlag euch alle zusammen. Alle! Der, der Scheiße baut. Wenn einer von euch Scheiße baut, schlag ich den kompletten Tisch zusammen, damit das klar ist. Also denkt nicht mal dran, irgendwie Kacke zu machen. Ich prügel euch alle Windeln weich, dass ihr es... Ich glaub mir kaum, aber ich prügel euch alle. Ich prügel euch alle. Was ist mit dir los? Bleibst du hängen oder was? Hier habe ich schon eine gescheppert. So. Wenn ich auch nur einen von euch sehe, der da irgendwie dumm rumläuft, kriegt sowas von auf die Fresse. Der ganze Tisch redet auf die Fresse. Mir ist scheißegal, ob da einer sitzt oder fünf. Auch wenn nur vier an dem Tisch sitzen können. Mir ist scheißegal. Was willst du von mir? Was willst du von... Du Arschloch, blöd. Du willst schon wieder aufs Maul? Schon wieder? Wo ist der gesessen? Wo bist du gesessen? Ich prügel deinen ganzen Tisch kaputt. Du frisst heute nichts mehr. Du frisst nur noch die eigene Scheiße, die du aus dem Arsch ziehen kannst, ey. Und weil er Scheiße baut, kriegt jeder von euch eine Schelle an den Kopf. Bam. 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 So. Was ist euer Problem? Sehr gut, Frank. Sehr gut. Ich sagte zu dir, Essenszeit ist rum. Spaß. So, für euch alle ist Essenszeit jetzt rum. Tschüss. Und du? So. Zum Abschied. So, Chef.
Heute war ein Scheißtag. Ich habe auch keinen Bock mehr. Ich kündige diesen Bums hier. Lass mich nach Hause. Oh, ist etwas angeschöppert? Was ist denn mit dir? Ja, okay, danke. Gut. Fuck you. Kein Bock mehr auf den Scheiß. Ich kündige. Tschüss.